Ja, Mädel, Leute, herzlich willkommen zurück bei eurem Serial. Das ist jetzt schon der dritte Take, den ich mache für die Einleitung hier. Ich habe jetzt schon zweimal abgebrochen nach ungefähr 30 Sekunden. Jetzt hoffe ich, klappt es endlich mal. Ich habe meinen Text mittendrin vergessen, den ich sagen wollte. Okay, mein letztes Video ist jetzt 4 Tage her und ich habe gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit. Da es was anderes zu sehen und zu hören gibt, als diese dumme Zockerei von diesem Planet Crafter Unsinn. Ich habe gestern Abend bei Betteln und Meddeln, Grüße gehen raus an dich, falls du bei mir ab und zu mal zuschaust, du bist ein Ehrenmann, dass du dir das gibst. Ich habe es 10 Minuten ausgehalten gestern Abend und habe nach 10 Minuten gedacht, ja, am Arsch. Am Arsch die Räuber, never. Und dann bin ich wieder abgehauen und habe lieber noch ein paar Runden Overwatch gezockt. Ist so. Ja. Was haben wir heute vor? Gruselort, TikTok 25.10.23, natürlich beim oft kopierenden, nie erreichten Anti-Mobbing-Panda. Danke fürs Zusammenschneiden in mundgerechte Häppchen. Was ist das Thema? Heuchelei. Abartige, widerwärtige Heuchelei. Ich habe euch ja mal gesagt, das Thema Rainer und seine Familie, also sein Umgang mit eben dieser, ne? Es gehört für mich zu den Top 3 der Themen bei ihm, die mich am meisten sauer machen. Und ich sage jetzt hier extra nicht Matt, weil hier ist absolut kein Humor. Es wird auch in diesem Video sehr wenig Humor geben. Also wer jetzt hier erwartet, dass ich mich in diesem Video über ihn flächendeckend lustig mache, der wird bitter enttäuscht. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile schon lange genug. Ihr wisst, dass ich das nicht, dass ich das sehr wenig mache. Also dass ich sehr wenig über ihn lache. Und wenn, dann auch, weil es wirklich lustig ist. Aber heute kann ich euch sagen, werde ich auch ein bisschen aufpassen müssen, was ich sage. Denn Rainers Umgang mit seiner Familie wird hier von mir flächendeckend auseinandergerissen in alle Einzelteile. Ich werde seine Aussagen hier hoffentlich, ihr müsst mir am Ende des Videos sagen, ob es mir gelungen ist. Es wäre toll, wenn ihr das tätet, aber erst am Ende des Videos natürlich. Ob ihr mir in die Kommentare schreiben wollt, ob es mir gelungen ist oder nicht. Das entscheidet ja nicht ich, das entscheidet ja im Endeffekt ihr. Ja, ich würde sagen, Vorgeplänkel ist dem Genüge getan worden. Und an dieser Stelle beginne ich die Aufnahme. Der Chat bleibt draußen. Diese Kaspar brauchen wir nicht. Ich möchte, dass euch ein kleiner Satz vorab dann doch noch. Ich möchte, dass ihr euch genau jetzt diesen Filter anguckt. Wichtig bei allem, was hier geschieht, er hat diesen Gruselfilter hier drin. Bei allem, was hier geschieht. Ne? Legen wir los. So, als allererstes Mal, es tut mir leid, dass ich gestern nicht gestreamt habe und Interessiert nicht, Rainer, weiter im Text. auch vorgestern nicht. Habe ich schon vergessen, mal wieder. Ich wurde daran erinnert, öfter mal wieder zu sagen, Fresse Rüdiger. Hier hast du es. Fresse Rüdiger. Und ich glaube auch vorgestern nicht. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Fokus auf TikTok, auf Kick. Alter, wirklich. Ich habe mir das heute Morgen beim Zähneputzen und auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir das hier angehört. Beim Anti-Mobbing-Panda. Ich weiß nicht, ich glaube, ein halbes Dutzend Mal in 27 Minuten hat der einfach seine Plattformen nicht auf der Kette gehabt. Rainer, du jonglierst nicht auf 10 Plattformen rum, es sind derer zwei. Das kann man schon auseinanderhalten. Außer man ist so blöd wie du und interessiert sich eigentlich einen Scheiß dafür, wo man ist. Habe jetzt gestern wieder 13 Stunden gestreamt. Also Rainer, ich kann dir eins sagen, so wie deine Augen jetzt hier mit diesem Gruselfilter aussehen, in die Form gehören die eigentlich permanent befördert. Habe jetzt heute übelst Mit äußerlicher Gewalteinwirkung. Aber lassen wir das. Kopfschmerzen. Deswegen auch gerade die Flasche Wasser. Nur auf Kick, weil Weil. mir das Konzept von den Streams auf TikTok nicht gefällt. Ah ja, laber doch nicht. Laber doch nicht, Mann. Du hast das so oft mit einer Überzeugung gemacht, diesen Arbeitsverweigerungskontent, dass ich es dir irgendwann mal geglaubt habe, dass du das echt ernst meinst. Was dich annervt, ist der Gegenwind, der kommt, und dass die Leute sich diese langweilige Grütze einfach nicht mehr reinziehen wollen. Als ob dieser Rotz auf Kick irgendwie spannender ist.
Mein Gott, Rainer. Spiel doch wenigstens. Weißt du, Rainer, was ich machen würde? Ich mach's natürlich nicht, weil ich kein YouTuber bin. Ja? Aber wenn ich einer wäre und ich würde Gaming-Inhalte machen und ich hab. Keine Ahnung, ich meine, ich habe ja auch mit knapp 7000 Abonnenten habe ich ja auch, oder 6400, 6395 oder irgendwas, mit knapp 6500 Abonnenten habe ich ja auch eine gewisse Zuschauerschaft und ich hätte die dann gefragt, was für ein Spiel sie sehen wollen. Auf was haben sie Bock? Dann stelle ich drei zur Auswahl. So, und dann wird abgestimmt. Und das, was mehr Stimmen hat, das wird gespielt. Optimalerweise was, was ich auch da habe. Aber vielleicht habe ich auch Box mit zu kaufen. Damit kann ich ja auch, sozusagen nur Spiele zur Disposition stellen, auf die ich Bock habe. Also ich bin dann nicht in der Gefahr, in der Gefahr, ja, dass ich Spiele spielen muss, auf die ich keinen Bock habe. Merken die Zuschauer auch. Hättest du auch machen können. Nee, stattdessen setzt du den Leuten einfach irgendeine Grütze vor. Und es tut mir leid. Dieser Planet Crafter Dreck, der ist genau das. Er ist Dreck. Es ist öde, es ist langweilig. Ein Livestream, ein Gaming-Livestream lebt zu bedeutenden Teilen von der Interaktion mit seinen Zuschauern, was du alles nicht machst. Ja, aber du willst trotzdem mit Geld beschmissen werden. Ist klar. Schon über 1000 Leute gebannt und du wunderst dich, dass das Kick dir die Partnerschaft verweigert. Übrigens, Grüße gehen raus an Henk Losse, dass der eine Partnerschaft bekommen hat und du flächendeckender Totalversager nicht. Und du wirst auch keine bekommen. Davon kannst du ausgehen. Weiter im Text. Da ich aber auf Kick leider aktuell immer noch nicht genug verdiene, kann ich leider gar keinen Fokus auf. Erbettelst, nicht verdienst. Kein hundertprozentigen Fokus auf Kick legen. Wenn ich auf Kick mehr Abonnenten hätte oder mehr Donate über Tippi bekommen würde, dann wäre das eine andere Sache. Alter, er versucht schon wieder seine Leute zum Spenden zu erpressen. Ja, bitte gebt mir noch mehr Geld, damit ihr noch mehr von dieser langweiligen Scheiße sehen dürft. Herr im Himmel. Der Metal Kaspar vor ein paar Tagen, als er dieses knapp 3 Stunden Video gemacht hat, wunderschön formuliert. Die Leute wollen dich nicht zocken sehen. Die wollen dich auch nicht matchen sehen. Die wollen dich auch nicht über irgendeine belanglose Scheiße reden hören. Die wollen dich austilten sehen. Das wollen sie. Das ist das Einzige, wofür du gut bist. Die Leute zu unterhalten, indem du rumragest. That's it. Und damit ist deine Agenda geschlossen. Fertig. Für alles andere bist du schlicht und ergreifend nicht zu gebrauchen. Nicht. Er hat gesagt, man kann Rainer höchstens noch Kugelschreiber zusammenschrauben lassen. Dem widerspreche ich vehement, nicht mal dafür ist er tauglich. Nicht mal dafür ist er tauglich. In meinen Augen. Aber da das nicht der Fall ist, funktioniert das leider nicht. Was würde das helfen? Oh, heuli, heuli, heuli. Bitte gebt mir euer Geld, damit ich noch mehr nichts machen kann. Heuli, 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 lü, lü, lü. Ach, halt doch dein Maul. Wenn ich auf Kick mehr ab. Alter, das ist schon das zweite Mal und wir sind jetzt seit einer Minute hier. Seit einer Minute und 3 Sekunden sind wir hier und er verkackt das zweite Mal die Plattform, auf der er ist. Abos hätte ja. Mehr Abos und oder mehr Donator auf Tibi, dann würde das helfen, ja. Das gibt's doch alles nicht. Wie wär's mal mit was leisten dafür? Wie wär's mal damit, ich hab mir das alles hart erarbeitet? Nein! Du versuchst durch Nichtleistung den Leuten ihr Taschengeld aus dem Kreuz zu leiern. Du widerst mich schon wieder an und ich bin deswegen jetzt gerade so sauer, nicht wegen dem, sondern wegen dem, was noch kommt. Ich wärme mich gerade noch auf. Dann würde ich auch jeden Tag öfter mal, oder jeden Tag vielleicht jetzt nicht, weil es gibt auch mal Tage, an denen kann ich auch da nicht. Aber dann würde ich öfter mal streamen da und auch längere Zeiten streamen. Da bin ich nicht nur eine Stunde streamen, sondern mal mehrere Stunden am Tag, wenn ich dann live bin. Momentan haben wir einen sehr starken Fokus auf Planet Crafter, weil. Nicht wir, nicht, nee, 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 nein, weise ich vehement zurück. Du hast den Fokus auf Planet Crafter, du hast den. Wie oft habe ich eigentlich in deinem Chat in den letzten paar Tagen gelesen, dass das Ding voll öde ist? Und dass es eigentlich kein Schwanz interessiert. Im Übrigen, die Leute, die dich auf TikTok abonniert haben, die werden von dir ständig vertröstet damit, dass du nicht kannst und dass du keine Zeit hast und der Stream fällt leider aus und hast du nicht gesehen. Und stattdessen hockst du im Discord rum und zockst WoW oder hockst auf Kick rum, streamst diese langweilige Planet Crafter-Scheiße. Ja, du denkst, du bist ein Gamer. Nee, du bist kein Gamer. Du wirst niemals einer sein. Du bist eine Schande für jeden, der jemals aus gaming-technischen Gründen Maus, Tastatur, Controller, Joystick oder ein Kamel mit 2 Höcker zum Steuern in die Hand genommen hat.
Du bist eine Schande. Du bist eine Schande für jeden, der jemals in seinem Leben ein Videospiel gespielt hat. Völlig egal, ob es ein Fünfjähriger ist, der Tetris spielt, oder eine alte Oma, die am Tablet ein Puzzlespiel spielt. Du bist eine Schande für sie alle. Und für uns auch. Und ich werde niemals, niemals dich als Gamer sehen. Dafür bist du zu schlecht in einfach jedem Spiel, das du anfängst. Du spielst Sons of the Forest ohne Gegner, Mann. Ich hab dich in Assassin's Creed versagen sehen. Ich hab dich in Witcher versagen sehen. Ich hab dich in Overwatch versagen sehen. Ich weiß, dass dieses Spiel echt im Moment ein paar krasse Probleme hat. Nicht technischer Art, sondern mehr was die Policy von Blizzard angeht, weiß ich selber auch. Ich liebe das Spiel trotzdem und ich spiel's trotzdem noch sehr, sehr oft. Und immer wenn ich Leute heilen muss, die so sind wie er, denke ich an ihn und denke, es könnte noch schlimmer sein, er könnte in meinem Team sein. Gott sei Dank ist das noch nie passiert. Ich habe den alle möglichen Spiele gespielt, ich habe den WoW spielen sehen. Mir ist es schlecht geworden. Egal welches Spiel der ist, der schändet jedes Spiel, das er jemals angerührt hat. Auch wenn er es im Laden nur ansieht, hat er es schon geschändet. Schon wenn er zu Hause darüber nachdenkt, es zu spielen, es zu kaufen, auch nur ein Tutorial auf YouTube anzusehen, hat er es schon geschändet. Das kommt zum einen sehr gut an und zum anderen kann ich mich in dem Spiel mal, das ist ein Spiel, das kenne ich noch nicht, da kann ich mich mal richtig gehen lassen und mal richtig mal stundenlang zocken. Du kannst dich mal richtig gehen lassen. Rainer, weißt du, ich würde das ja alles akzeptieren, dass du schlecht im Zocken bist. Damit würde ich mich noch abfinden können, wenn du Unterhaltungswert für deine Zuschauer hättest. Also sprich, wenn ich weiß, ich bin scheiße in dem Spiel, dann will ich doch wenigstens mit dem Chat interagieren und meine Zuschauer unterhalten. Dass sie wenigstens mit mir zusammen Spaß haben, während ich versage. Oder? Stattdessen dürfen sie dir schweigend mit deinem hochkonzentrierten Blick, als würdest du gerade eine Kackwurst rausdrücken, dabei zuschauen, wie du in belanglosen Dingen scheiterst. Und wenn dich jemand drauf anspricht, warum du eigentlich mit deinem Chat nicht interagierst, dann maulst du sie zusammen und bannst sie weg. Ich finde das übrigens super geil. Das wollte ich nur mal sagen. Ich finde das super geil, dass seine Mods jeden, der auch nur irgendwas fragt oder sagt, zum Beispiel, warum es sich für ihn lohnen könnte, ein Abo auf Kick abzuschließen, gnadenlos wegband. Ich finde das schön. Wirklich, ich finde das gut. Macht weiter so. Ja? Die haben auch Zahlen der Abonnenten schon weggebannt. Wer weiß, wie viele von diesen Mods in Wahrheit Hatern sind. Hater sind. Ich komme gerade von einem 10-Stunden-Arbeitstag. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen durch den Wind. Die Frage stelle ich mir schon und deswegen genieße ich das jedes Mal, wenn es bannhammert. Ne? Frei nach meinem Schurken in WoW, ich stunne nicht ohne Grund und ich stunne oft genug. Ne, Rainer? Ich merke nur dann mal, wie die Zeit vergeht, also... Ja, du merkst nicht mal, dass du dich dafür mit Geld beschmeißen lassen willst. Er sagt gerade, er merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Das heißt, er hat nicht mal einen Blick für seinen Chat, für seine Streamzeiten, für seine Zuschauer. Das heißt es für mich. Ja, du hast mit denen dich zu unterhalten, ansonsten ist das einfach nur dein Privatvergnügen, wo du denkst, kostet ja nichts und wenn ich das eh schon mache, dann kann ich mich ja damit auch dafür auch mit Geld beschmeißen lassen. Das gibt doch wenigstens zu, dass das dein Grundgedanke ist. Wenig Aufwand, maximaler Ertrag. Ne? Rainer, das fett gewordene Minimalprinzip. Ich stream da irgendwie 4 Stunden oder so. Und denke, es ist halt mal eine halbe Stunde vergangen dabei, haben wir schon so viel geschafft und so viel erreicht und so viel gemacht, dass schon 4-5 Stunden vorbei sind. Und was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, ich möchte auf jeden Fall mehr Laberstreams machen. Ja, im Scheiße labern bist du gut. Ja, also, weißt du, ich rede auch mit meinen Zuschauern. Aber ich nenne das nicht Laberstream, ich störe mich an dem... Ich bin ein bisschen kleinkariert und ein bisschen pedantisch, das gebe ich gerne zu. Aber ich laber ja nicht mit meinen Leuten, ich rede mit ihnen. Das ist mir wichtig, der Unterschied. Der Unterschied ist, ich rede mit meinen Zuschauern, ich interessiere mich wirklich für das, was sie zu sagen haben, wenn ich schon mal live bin. Aber du willst nicht mit den Leuten reden. Du willst an sie hinlabern. Von dem her passt das eigentlich bei dir ganz gut. Du willst an sie hinlabern und wer was dagegen sagt, der wird niedergebrüllheult und weggebannt. Ne, weil du denkst ja, du bist perfekt
und du hast keine Fehler und jeder, der was anderes sagt, ist Hate und Mobbing. Aber so einfach ist es leider auch nicht. Also ja, stimmt, dafür müsste man sich vorbereiten. Weißt du, Rainer, ich würde, das gilt auch für euch, meine lieben Zuschauer, ich würde auch gerne mal online kommen, also einen Livestream machen, wo ich über alles Mögliche rede, nur nicht über den. So zur Abwechslung mal. So, wenn ihr darauf Bock habt, mache ich das gerne. Ihr könnt mir auch mal ein Thema sagen, über das wir reden können, dann kann ich mich ein bisschen vorbereiten. So, kann vielleicht mal ein bisschen was lesen oder ein bisschen was dazu schauen oder ein bisschen was hören oder so. Sagt mir einfach, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. So. Laberstreams, so wie hier, wäre eine Sache. Ich hatte da auch schon länger überlegt. Ich habe jetzt heute überlegt, ein Video zu machen zu einem bestimmten Thema, das mir schon... Rainer, wenn du noch langsamer redest, verschluckst du die Wörter. ...seit Jahren auf der Seele liegt. Was ich auch immer wieder versuche aufzumachen und anzufangen und neu anzufangen, neu aufzunehmen und dann wieder zu löschen. Aber was das ist, das geht euch einen Scheiß an. Und ihr dürft natürlich gerne fragen, aber ihr werdet keine Antwort bekommen. Aber Rainer möchte trotzdem, dass ihr nachfragt. Ich sag mal so, ihr werdet nicht auf TikTok auf Kick gebannt, wenn ihr euch vernünftig benehmt. Weil ach so, und deswegen wurde auch jemand gebannt, der gefragt hat, warum sich hier das Abo für ihn lohnt. Das hat einen Bann gegeben. Ne? Der kriegt nicht mal mit, wer gebannt wird. Das kriegt er überhaupt nicht mit. Und allein deswegen finde ich das hoch amüsant. Da werden einfach zahlende Abonnenten und Spender und was weiß ich was werden weggebannt. Und Rainer checkt das nicht mal, der kriegt das nicht mal mit. Das ist super geil. Auf Kick. Mit zwei Ausnahmen ist es auf Kick so, dass wir die gleichen Abonnenten, die gleichen Moderatoren haben wie hier auf TikTok. Es sind zwei Ausnahmen, die dabei sind, die nicht von hier sind. Der Rest sind die gleichen Moderatoren wie hier auch. Und wir arbeiten dann auch daran, dass die Moderatoren da nicht so viel Scheiße bauen. Also wir versuchen das momentan sicherer zu machen, dass ihr euch da auch wohlfühlt. Das funktioniert ja wunderbar. Eine, ganz ehrlich, Rainer, ich sag dir mal, wie ich das seit Monaten eigentlich sehe. Eigentlich schon seit Jahren, aber das ist ein anderes Thema. In deinem Chat herrscht eine Atmosphäre voller Angst. Also jeder muss wegen allem Angst haben, gebannt zu werden. Deswegen traut sich keiner irgendwas zu sagen. Nicht mal was zu fragen. Ja, warum sich ein finanzieller Aufwand zu deinen Gunsten für ihn lohnen sollte. Das ist ja schon genug Grund für diese Swiss Lady, den wegzubannen. Das muss man sich mal geben, Rainer. Solchen Moderatoren vertraust du. Glückwunsch. Machst du gut. Mach so weiter, dann bist du in spätestens 3 Monaten komplett irrelevant. Ja. Und dann bist du auch komplett pleite. You go. Ne? Weißt du Bescheid? There you go? Ja, egal. Go for it. Jetzt hab ich's. Go for it. Dankeschön. Die Leute müssen sich auch mal benehmen im Chat. Das wäre natürlich der Idealfall. Wenn sich die Leute benehmen würden, könnte man natürlich auch viel leichter mit dem Chat interagieren. Das würde mir auch leichter fallen. Nein, Rainer, du willst nicht mit deinem Chat interagieren. Deine Zuschauer sind für dich lästiges Beiwerk. Dir wäre es am liebsten, du würdest einfach fürs Zocken direkt bezahlt. Es gibt keinen Chat, es gibt keine Interaktionsmöglichkeit mit deinen Zuschauern und gar nichts. Das wäre dir am liebsten. Aber scheiße, diese lästige Bürde namens Chat, die ist ja auch noch da. Ne? Scheiße, jetzt muss ich auch noch mit meinen Zuschauern mich abgeben, damit sie mir Geld geben können. Na, wäre das nicht schön, wenn es anders wäre, oder? Wenn ich mitten im Gaming bin, kann ich nicht so viel darauf im Chat eingehen wie hier oder beim Laberstream. Aber wenn man halt, ich muss auch dazu sagen, wenn sich der Chat auch mehr benehmen würde, würde mir auch das Just Chatting mehr Spaß machen. Weil mich mit euch zu unterhalten macht richtig viel Spaß. Nein, tut's nicht. Es ist für dich ein lästiges Hindernis. Es ist für dich eine lästige Notwendigkeit. Ja, jetzt hab ich's. Es ist für dich eine lästige Notwendigkeit, dass du das machst. Aber du machst es nicht gerne. Du verachtest deine Zuschauer. Weil sie dich dazu nötigen, einen Livestream zu machen und mit ihnen zu interagieren. Das merkt man allein schon daran, dass du das alles auf ein Minimum runtergedampft hast. Aber bei Kick ist es so. Ich habe bei Kick auch einen Abonnenten-Chat, genau wie hier. Das Problem ist, dass wir hier nicht genug Abonnenten haben auf Kick. Wenn wir den Abonnenten-Chat only machen könnten, so wie hier, dann würde das super funktionieren. Aber das Problem ist, auf Kick ist es ein bisschen schwieriger zu abonnieren und das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Genau, und deswegen spendet ihm verdammt nochmal einfach so viel Geld, wie er will, in den Häufigkeiten, die er will, auf Tipeee.
die Leute, die abonnieren möchten und mitreden möchten. Dann ist es aber auch wieder so die Sache, das haben wir hier auch auf Kick, das Problem, auf TikTok das Problem. Nicht jeder hat die Kohle oder die... Das dritte Mal jetzt, dass er seine Plattform verwechselt. ...die Möglichkeiten, jeden Monat zu abonnieren. Ja, aber das ist doch dir egal. Das ist doch dir egal, Rainer. Ja, wollen wir mal nicht vergessen, dass Rainer auf YouTube seinerzeit Abonnentenränge für 100 Euro hatte. Ja, dafür hat man Folgendes bekommen. Also ich bin fertig, ne? Mann, wir reden hier jetzt... Und der 20-Euro-Rang ist den Hatern zeigen. Bei TikTok ist es momentan ein bisschen billiger, jetzt aktuell ist es ja reduziert. Ja, dein Content wäre noch nicht mal würdig zu gucken, wenn du mir Geld geben würdest. Ich gucke das die ganze Grütze da nur an, weil ich darüber reden will. Aber würde ich diesen Kanal hier nicht betreiben, ich kann dir eins sagen, ich würde mir nicht mal die Zusammenfassungen angucken. Alter, du langweilst mich eigentlich nur zu Tode, seit Monaten. Seitdem es die Schanzenzeiten nicht mehr gibt, ist der ganze Rotz hier eigentlich völlig irrelevant. Es sind Streams wie dieser hier, die mich auf 100 Sachen 80 bringen und wir haben noch nicht mal die Aussagen erreicht, die mich auf 100 Sachen 80 gebracht haben. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass es halt schon etwas schwierig ist, wenn man jeden Monat 5 Euro abdrücken müsste, sowas. Ist das ja, das kann auch nur von jemandem kommen, der ständig broke ist. Schon scheiße, das verstehe ich auch. Ich kann dir mal eins sagen, hätte ich jetzt einen Content-Creator, der regelmäßig streamt und ich hätte Bock, den zu unterstützen, dann würde es mir für 5 Euro nicht wehtun. Ein Döner weniger im Monat. Dann habe ich das Geld wieder drin und dann kann ich dem den 5er geben. Für einen richtig guten Content-Creator würde ich das machen. Mir ist noch keiner begegnet, der es mir wert ist, ihm dafür Geld zu geben. Und wenn ich noch keinen anderen Content-Creator gefunden habe, der mir würdig erscheint, von mir einen 5er im Monat zu bekommen, da kannst du selber ausrechnen, wie es bei dir, wie es bei mir um dich steht. Ne? Also was ich von dir für eine Meinung habe. Und nicht jeder hat die 5 Euro, die er sich leisten kann, monatlich da reinzustecken. Ich überlege auch... Wollen wir mal drüber reden, dass Rainer seinerzeit mal jemanden, der ihm versehentlich 50 statt 5 Euro gespendet hat und auf die Nachfrage, ob ihm die anderen 45 Euro zurückgeben kann, weil er sich beim Eintippen vertan hat, Rainer gesagt hat, ist dein Problem und ihn gebannt hat? Auf YouNow damals noch? Sollen wir darüber mal reden, Rainer? Gibt's übrigens, ich weiß nicht, ob es das noch auf der Drachenchronik gibt, aber es war ziemlich lange Zeit auf der Drachenchronik. Nur wenn halt Videos komplett aus dem Internet gelöscht werden, dann kann sein, dass die da nicht mehr sind. Aber das gab es früher dort zum Nachschauen. Das muss man sich mal geben. Sowas hat Rainer gesagt. Ob man nicht irgendeine Art Programm dafür erstellen kann, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, zum Beispiel man sagt, ich bekomme jetzt als Beispiel 500 Leute, Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt 100 Abonnenten habe, verschenke ich 5 Abonnenten oder so. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ach du je. Bitte abonniert 500 Mal, damit ich ein paar Abos verschenken kann. Rainer, willst du mich rollen hier oder was? Ist das jetzt deine Art, die Leute zu erpressen, dass sie dir noch mehr Abos geben oder wie? Random. Das heißt... Nein, sowas verschenkt man nicht random. Da sucht man sich die Leute schon aus. Oder man macht von Anfang an eine Verlosung draus. Aber ihr wisst ja, wie das bei Rainer mit Verlosungen ist. Ja? Oder mit Postern, die Leute bei ihm gekauft haben und so. Jemand, der nicht abonniert, hat die Chance, ein Abo zu bekommen. Das Problem ist, wenn man jetzt hergeht und 5 Abonnenten verschenkt, random, macht es ein bisschen schwierig. Die andere Überlegung ist, wenn Leute sich dafür bewerben, ob man sowas in die Richtung machen kann. Aber auch auch da bleiben Probleme übrig. Ja, nee, da müsste man sich drum kümmern. Man müsste Dinge organisieren. Und das tut Rainer nicht. Das sieht er doch im Traum nicht ein. Wo denkt ihr hin? Wovon träumt ihr eigentlich alle nachts? Rainer und irgendwas organisieren. Rainer und irgendwas regeln. Schmeißt einfach nur euer Geld in seinen nimmersatten Rachen rein. Der Rest hat euch nicht zu interessieren. Ihr habt sonst nichts zu bestellen, klar? Und dann sagt, man macht den Chat auf und Leute, die permanent positiv auffallen, die kriegen mal für einen Monat ein Abo geschenkt. Was ist für dich positiv auffallen? Dir bis zur Besinnungslosigkeit in den Arsch zu kriechen, oder? So. Das wäre eine Möglichkeit, die habe ich auf TikTok nicht, die kann ich aber auf Kick machen.
Aber das müsste ich alles mal in Angriff nehmen. Das ist alles nicht so einfach. Ja, ihr könnt diesen Chat nicht sehen, aber ich lese mal eine Nachricht vor. 20.08 und 4 Sekunden. Katrin schreibt, kannst du mir sagen, warum ich vom Discord geschmissen wurde? Das weiß Rainer doch nicht mehr. Der band dich weg und 3 Sekunden später hat er dich vergessen. Der hat auch schon aus Nichtgründen, nicht aus minderen Gründen, sondern aus Nichtgründen Leute gebannt. Einfach nur so. Einfach nur so. Es gibt noch eine andere Sache, die ich ansprechen will, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt ansprechen soll. Ich bin emotional heute auch ein bisschen nicht angeschlagen. Doch. Doch, das möchtest du eigentlich schon sagen, aber du möchtest ja nicht zugeben, dass du nicht die Stärke hast, die es braucht. Aber wir kommen da noch hin. Wenn er nachher, ihr kennt den Scheiß wahrscheinlich eh alle schon, genauso wie ich. Ich werde nachher sehr, sehr aufpassen müssen, Rüdiger, was ich sage. Ich werde versuchen, halbwegs fair zu bleiben. Mal gucken, ob es klappt. Musst du mal schauen, Katrin. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie ich mich momentan, also wie ich mich jetzt emotional fühlen soll. Ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen, die alles andere als gut ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nicht einmal, was ich fühlen soll im Moment. Das werde ich dir nachher sagen. Das werde ich dir nachher sagen. Ihr müsst wirklich, behaltet ihn im Auge. Guckt nicht auf den Dude auf der rechten Seite. Guckt nicht auf den. Das ist egal. Ich habe dir auch noch mir was geholt. Okay, ich sehe, ich muss mal kurz das Bild hier korrigieren, damit man richtig was sieht. Ja? Schick. Ja. Ich habe mich jetzt auch ausgeschlafen? Ja und nein. Ich hatte dir heute Morgen ja geschrieben, dass ich gerade mich hinlege. Und ich habe kurz danach Nachricht bekommen. Ich habe es gerade schon einmal angeteasert in meinem Stream. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich jetzt gut fühlen soll, schlecht fühlen soll, ob ich traurig sein soll. Ich habe heute Morgen erfahren, dass mein Großvater gestorben ist. So, jetzt. Ich hab das gehört. Ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen. Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Entschuldigung. Geht jetzt wieder. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich will jetzt hier den Wahrheitsgehalt nicht abschließend bewerten. Ein Satz höchstens dazu. Es ist Quelle Rainer. Sollte das gelogen sein, wäre das nicht seine schlimmste Lüge. Ein Typ, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, dem kann ich in solchen Fällen einfach gar nichts mehr glauben. Aber es steht mir nicht zu, das zu bewerten, ob das hier gelogen ist oder nicht. Ich werde mich auch darüber nicht lustig machen. Das habe ich gemeint mit, heute werde ich mich wenig über ihn lustig machen. Was ich aber hier wirklich, Rainer, wirklich unter aller Sau, unter alleroberster Sau finde, das ist so weit weg von jeder Moral. Das ist Milliarden Megaparsecs weit davon entfernt, was jeder normale Mensch hier auf dieser Welt jetzt in diesem Fall gemacht hätte. Ein Livestream anmachen mit einem Grusel-Halloween-Filter nach 7,5 Minuten mal damit rausrücken, mal abgesehen davon, dass ich das im Internet sowieso nicht breit getreten hätte. Das ist das Erste, das hätte ich im Leben nicht getan. Allein die Tatsache, dass du das machst, zeigt deinen mangelnden Respekt und deinen nicht vorhandenen Anstand. Und dass du selbst den Tod von einem Familienmitglied
für ein bisschen Kleingeld instrumentalisierst. Es ist ekelerregend. Und das alles dann hier noch mit diesem Gruselfilter. Und davor, 5 Minuten lang, oder 6 Minuten lang, hier in dem Zusammenschnitt, wie lange das Rohmaterial ging, weiß ich jetzt auch nicht. Den Leuten Methoden zu empfehlen, wie sie dir noch mehr Geld für Nichtleistung neischüren können. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ich möchte, dass ihr diese Gesamtsituation eine Sekunde sacken lasst. Dieses Stück Dreck sitzt mit einem Gruselfilter vor seinem Livestream, salbadert 5 Minuten lang über neue Möglichkeiten, ihr weniges Taschengeld oder ihren sauer verdienten Lohn ihm hinterher schmeißen zu dürfen. Und jetzt sagt er, ja, sein Opa ist gestorben. Aber es wird noch viel, viel, viel härter. Es wird noch viel härter. Nochmal, es steht mir nicht zu, bewerten, ob das stimmt oder nicht. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und wenn das so ist, dann tut es mir wirklich leid. Wirklich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihr euch sicher sein könnt, dass das Rainer vollumfänglich am Arsche vorbeiwongelt. Ihr kennt ihn. Ne? Passt auf, ich lasse es jetzt mal kurz weiterlaufen. Das tut mir leid. Mein Beileid. Danke. Ja, das ist schwierig. Ich weiß halt, die Sache ist halt, ich weiß nicht, wie ich mich da fühlen soll, weil ich habe jetzt in meiner Familie seit Jahren keinen Kontakt. Weil du ihn nicht mehr wolltest. Du hast deine Familie in den Dreck gestoßen. Deine Familie hat nicht dich verstoßen, sondern du sie. Weil sie gesagt haben, Rainer, hör auf damit. Du machst dich und uns damit unglücklich. Sie wollten nicht damit reingezogen werden. Und als es angefangen hat, sie zu betreffen, da haben sie gesagt, Rainer, hör auf. Wolltest es nicht, dir war das egal, wer in Mitleidenschaft gezogen wird, dir war das egal, wer in diesen Sumpf, in diesen Strudel gerät, das hat dich einfach nicht interessiert. Hauptsache Rainer bekommt seine Barne für nichts tun. Ne? Und dieser Schmock hat wirklich die Chuzpe, hier zu sitzen und zu sagen, er weiß nicht, ob er sich gut fühlen soll oder nicht, hättest du auch nur einen Funken Anstand, nur einen Mini-Funken Menschlichkeit in deinem furchtbaren Grind, dann würdest du diesen Stream hier ausschalten, dich in Grund und Boden schämen und mal darüber nachdenken, ob diese Gesamtsituation, ob die nicht die eigentlich die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Du solltest dich schämen. Wirklich. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Das ist unfassbar. Ich kann das nicht angemessen kommentieren, weil die Wörter, die ich eigentlich sagen will, würden hier innerhalb von 3 Sekunden zu einem Strike des Todes aus der Hölle mit Bienen im Mund und Orbitalschlag führen. Was ich hier gerade über dich denke und was ich hier gerade eigentlich an Hass und Wut in mir habe, was dich angeht, das ist eigentlich, müsste mein Kanal dafür des Todes weggenukt werden innerhalb von 3 Sekunden und deswegen kann ich es nicht sagen. Es ist widerwärtig. Wirklich. Wie kannst du es wagen, das hier zu bringen? Ich hab's nur durch Zufall erfahren. Und auch erst heute Morgen, das war ja gestern anscheinend. Wie erfährt man sowas per Zufall? Todesanzeige in der Zeitung vielleicht? Glaubst du ja wohl selber nicht, dafür müsstest du Zeitung lesen. Du kannst nicht lesen. Und dich interessiert auch nicht, ob jemand stirbt. Hast du ja selber gesagt, was interessiert mich das, ob irgendwo Leute sterben? Und da du auch schon gesagt hast, dass du nur Ein-Mann-Familie bist, müsste dir das ja eigentlich geschmeidig am Arsch vorbeigehen. Ne? Und ich sag euch eins, in meinen Augen tut's das hier auch. Was ich hier wirklich, das ist mein subjektives Gefühl, mein Empfinden ist, er instrumentalisiert das hier gerade. Damit er eine Rechtfertigung hat, noch weniger zu machen als sonst und damit er noch ein bisschen Mitleidskleingeld kriegt. Und wer denkt, ich lieg hier falsch und ich würde mir Unrecht tun, der guckt dir noch nicht lange genug zu.
Ihr wisst, dass er das schon oft gemacht hat. Gestorben ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, soll ich traurig sein? Weil ich habe gesagt, nee, darum geht es überhaupt nicht. Das Problem ist, ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Mhm. Weil du ihn nicht mehr wolltest. Und das ist über die Jahre immer weniger geworden und dann irgendwann ganz aufgehört vor ein paar Jahren. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer meine Familie überhaupt ist. So. Du bist wirklich das Allerletzte. Du bist wirklich das Allerletzte. Ich weiß gar nicht mehr, wer meine Familie ist. Wirklich, wie kannst du es wagen, das hier im Internet breitzutreten? Wie kannst du es wagen? Das ist wirklich... Hier wird sein wahrer Charakter offenbar. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Deswegen sind Ausschnitte wie dieser hier so bedeutend. Weil sie zeigen, wer er ist. Hätte irgendjemand von euch, egal ob er jetzt ein Streamer ist oder nicht, das hier gemacht, ich für meinen Teil im Leben niemals. Nie im Leben. Ich hätte mich abgemeldet. Ja? Auf unbestimmte Zeit. 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate, was weiß ich. Geht kein was an, warum? Meine Trauer, die ich vielleicht habe, die ich dir jetzt einfach mal unterstelle, dass du sie nicht hast, die gehört zu mir und zum innersten Kreis meiner Familie. Vielleicht noch enge Freunde. Aber das war's auch. Wenn man Arbeitskollegen hat, mit denen man sich super versteht, vielleicht auch noch. Lass ich mir alles gefallen. Aber irgendwelche fremden Dudes im Internet, nur weil man hofft, noch ein bisschen Mitleidsabos und Mitleidsbarne damit zu machen, ist das selbst für dich unterste Schublade, Mann. Du solltest dich wirklich in Grund und Boden schämen. Und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, soll ich jetzt traurig sein, oder? Die Tatsache, dass du das nicht weißt, sagt alles über dich aus. Es ist halt einfach irgendwie der Tod von jemandem, von dem ich halt gehört habe, den ich halt kenne. Das ist nicht zu fassen. Aber der jetzt irgendwie, steht meiner Familie eigentlich nicht nahe. Rainer, du hast deine Familie zum Teufel gejagt. Weil sie es gewagt haben, dich in deinem grenzenlosen Schwachsinnsnarzissmus zu kritisieren. Dafür hast du sie alle zur Hölle gejagt. Sollen wir nochmal über deine Schwester reden? Über deine Mutter, die dich geboren hat. Deine Mutter. Ich finde, sofern es jetzt nicht die schlimmste Mutter auf diesem Planeten ist, nimmt die Mutter bei den allermeisten Menschen auf dieser Welt noch eine Sonderrolle ein. Und der hat die Frechheit, sowas hier rauszuhauen. Ich weiß gar nicht, wohin gerade. Mit meiner Wut. Das macht mich wirklich auf eine gewisse Art und Weise nicht nur stinkend wütend, sondern auch betroffen. Weil mir tut auch deine Familie leid, dass du jetzt diese Frechheit hast, das hier breitzutreten. Von Haufen Leute im Internet, die dich alle hassen, und du weißt das auch, dass das so ist. Und trotzdem machst du es. Weil du absolut null, aber wirklich null, null Respekt und Anstand gegenüber deiner Familie hast, das hier nicht im Internet breitzutreten. Und genau deshalb hat deine Schwester dir damals nicht gesagt, dass sie ein Kind erwartet. Genau deshalb. Weil du dein ungewaschenes Lügenmaul nicht halten kannst. Alles muss rausposaunt werden. Alles muss zu Geld gemacht werden. Selbst ein Todesfall. So, es gab ein paar Menschen in meiner Familie, denen stand ich nahe, aber das hat sich über die Jahre hinweg komplett erledigt. Deswegen. Ja, weil du sie abgesägt hast. Ich hab's jetzt 5-mal wiederholt. Ich würde am liebsten jedes Mal anhalten und jedes Mal denselben Sermon wiederholen. Aber euch langweilt's irgendwann ja auch, weil ich das jetzt schon das 3. Mal sage in 8 Minuten. Deswegen bin ich im Moment heute schon den ganzen Tag ein bisschen gefühlstechnisch im Arsch. Nicht erst seit jetzt, sondern seit über 34 Jahren, Mann. Kann ich verstehen, ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, soll ich jetzt traurig sein oder nicht? Ich meine, ich bin ja nicht gefühlskalt. Klar bin ich irgendwo traurig. Doch, Rainer, bist du. Du hast nur deine Emotionen, wenn es um Rainer Winkler geht. Und die Wahrheit ist, dein Opa ist halt leider nun mal nicht Rainer Winkler. Und deswegen ist er dir völlig wurscht egal.
Der einzige Mensch, der Rainer Winkler interessiert, ist Rainer Winkler. Nicht Ramona Winkler, nicht Rita Winkler, noch Rudi Winkler oder sonst irgendein Winkler. Völlig egal. Die interessieren Rainer Winkler alle nicht, weil sie nicht Rainer Winkler sind. So einfach ist das. Und damit ist dieser Case closed. Ja, aber wirklich viel Kontakt habe ich zu meinem... Das ist ja nie, ne? Also ein Teil von deiner Familie, ne? Dankeschön. Ja, ich meine, zu ihm hatte ich jetzt sowieso nie ein großes Verhältnis. So, ich habe ihn über 10 Jahre lang, also schon als Kind, ich habe ihn über 10 Jahre vielleicht einmal im Jahr gesehen oder so. Rainer, von dir erwartet es auch keiner, dass du aus Höflichkeit Trauer heucheln musst, die du nicht hast. Das erwartet keiner. Aber wenn du selber nicht weißt, ob es dich bedrückt oder nicht, dann hätte ich vielleicht auch einfach im Internet den Mund gehalten. Wie das hier aussieht, muss ich dir nicht sagen, oder? Soll ich es trotzdem nochmal sagen? Es sieht so aus, als würdest du das für Spanischschürfen missbrauchen. So sieht das aus. Tut mir leid, genau so sieht das aus. Und die Tatsache, dass du nicht mal den Anstand hast, diesen scheiß Gruselfilter auszumachen, während du über sowas redest, sagt auch eine Menge über dich aus. Ja, also das war nicht wirklich jetzt jemand, mit dem ich wirklich jeden Tag zu tun hatte, aber ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich mittlerweile auch abgestumpft, was solche Sachen angeht. Nein, die sind einfach alle anderen Menschen, die nicht Rainer Winkler sind, völlig egal. In der Zeit, wenn man älter wird, sterben ja sowieso immer mehr Leute von einem und irgendwann stumpft man da ja auch irgendwo ab, vor allem wenn man mit Leuten dann immer weniger Kontakt hat. Ich kann es nur nochmal wiederholen, das geht nicht darum, dass er abstumpft, das geht darum, dass ihm einfach alle anderen Menschen egal sind. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Auf jeden Fall habe ich übelste Kopfschmerzen heute und ich weiß jetzt nicht, ob das davon kommt, weil ich die ganze Zeit mit deinen Gedanken drüber mache. So, ach, was weiß ich. Ich bin dumm. Das stimmt, da hast du recht. War, glaube ich, sein einziger wahrer Satz in diesem ganzen Stream. Nein, das bist du nicht, Digga. So, was geht dir ab? Erst nochmal an die Danke-Auge. Max, du auch wieder da, okay? Hallo erstmal. Okay, dann muss ich jetzt das Bild wieder korrigieren. Einen Moment. Da könnt ihr mal sehen, was ich für euch alles mache. Jetzt schmeißt mir gefälligst die Bahne raus. Ja, ich habe jetzt für euch schon 2-mal das Bild korrigiert. Ja, jetzt will ich gefälligst Unis und Leven von euch. Walla Bila. Zusammen. Ja, schwierig. Schwierig. Was ich auch auf jeden Fall. Nein, es ist ganz einfach. Das Thema hat hier in einem Livestream nichts verloren. Gar nichts. Nichts. Das geht einfach nicht. Das ist ein No-Go in meinen Augen. Na, alles gut. Wie gesagt, brauchst du überhaupt keinen Kopf machen. Ich überlege bloß die ganze Zeit schon, ob ich irgendwie Kopfschmerztabletten habe. Weil jetzt gerade die Kopfschmerzen... Weißt du, Rainer, ich würde deine Kopfschmerzen gerne mit einem Holzhammer kurieren für das, was du hier gerade veranstaltest. Wenn irgendwas ist, kann sich ja jederzeit melden. Das weißt du ja auch. Ja, aber die Hilfe, die Rainer annimmt, besteht aus Geld, ne? Alles gut. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich traurig so. Es ist natürlich jetzt nicht schön. Nein, aber nicht schon, wenn ein Mensch stirbt, ne? Rainer, denkst du, du musst jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil du vielleicht nicht so trauerst, wie du es eigentlich solltest, wolltest, wie auch immer man es nennen will? Nein. Nein. Aber deine widerwärtige, abartige, wirklich zum Ausspuckende Heuchelei, hier, die du hier an den Tag legst, die widert mich an. Die widert mich richtig hart an und auch dein mangelnder Respekt gegenüber deiner Familie. Weißt du, da ist vielleicht jemand. Zum Glück gehe ich davon aus, dass die Person, die unmittelbar vielleicht mit dem Opa verheiratet war oder sonst irgendwas, die Oma, dass die das nicht sehen muss, was er hier veranstaltet. Aber dass er nicht mal das bisschen Rückgrat hat, das hier bleiben zu lassen. Das ist... beschreibt alles, was man über diesen Dreckscharakter wissen muss. Richtig, richtig. Es ist nie Danke, dass du mir zustimmst, Rainer. Sehr schön. Schön, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie... Ach, siehst du, ich habe wirklich Tabletten hier. Darf man Ibuprofen mit Milch nehmen? Das ist kein Antibiotika, natürlich darfst du das. Antibiotikum, nicht K. Bitte? Darf man Ibuprofen mit Milch nehmen? Was nehmen? Ibuprofen. Ibuprofen, ne? Ibuprofen, müsst ihr wissen. Ja, Medizin lernen bei Dr. Ache. Mit was nehmen? Mit Milch. Schon, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Weil ich habe jetzt nämlich gar keine... Ich glaube, Ding durfte man nicht mit Milch nehmen, ne? Antibiotika. Aber ich habe... Auch nicht jedes. Jetzt nämlich kein Wasser hier.
Gerade, ich brauche jetzt irgendwas zum Runterdrücken. Würde ich sagen. So, einmal tap, tap, tap. Oh! Was wirft denn der so dumm den Kopf zurück? Einfach die Tablette runterschlucken. Feierabend. Mach doch keine Show draus. William! So, alle mal ein bisschen live Ja, und gestern. intensiver bisschen sein. Wenn er nicht gestreamt gestern, ne, aber 14 Stunden. Nee. Er wartet nur darauf, dass er reden darf und wenn er einen dafür unterbricht, ne? 13 Stunden gestreamt schon wieder, ey. Und dann erst. Einer willst du jetzt einen Keks dafür haben. Du hast schon das dritte Mal erwähnt, dass du 13 Stunden am Stück langweilige Scheiße gestreamt hast. Niemanden interessiert das. Ist ja noch nie mal ein Video draus. Das ist ja nur Nee. Stream. Nee, wobei ich heute auch überlegt habe, ob ich nicht noch ein Video mache, was ich mal an die Gesellschaft richte, weil wieder momentan so viel Mist passiert und jetzt wieder diese Menschen einfach mal wieder komplett nur Straftaten begehen Ja, dann zähl doch mal auf, was das für Straftaten waren. und andere Menschen liegen und lauter solche Geschichten. Also, du bist mal ganz ruhig, wenn es um das Thema geht, ne? Wenn es um das Thema Straftaten geht, solltest du den Ball ganz flach halten. Versucht, Leute zu überfahren. Aus dem Hinterhalt mit Pfefferspray angegriffen. Körperverletzungen. Betrug. In meinen Augen gehörst du dafür angeklagt. Deine ständige Lügerei. Leck mich am Arsch. Ja? Du bist beim Thema Straftaten ganz ruhig und beim Leute liegen übrigens auch. Ich mach sowas ja nicht, außer ich mach's trotzdem. Dann tut's mir zwar leid und ich rechtfertige es dann, warum es mir eigentlich doch nicht leid tun sollte, aber ich mach sowas ja nicht. Ne, Rüdiger? Halt dein Maul. Also richtig hart asozial und das Leben anderer Menschen zerstören. Damit kennst du dich auch wunderbar aus. Du hast das Leben deiner Familie in Mitleidenschaft gezogen. Und hoffentlich nicht nachhaltig zerstört, aber beschädigt. Du hast deine Familie vorsätzlich mit aller Gewalt beschädigt. Genau deswegen mache ich ja auch dieses neue Format Hate to Feeler. Ich werde auf jeden Fall ein paar Leute werde ich finden. Und dann, Ich wünsche dir das viel geht nicht. Das geht nicht. Glück Guck mal, es sind dabei. Leute. Ja, wünsche ich dir auch viel Glück. Viel Glück, toi, toi, toi. Ich versuche Es das bringt seit nicht nur 10 Jahren. Leute. Ja, das ist echt. Und dass die Behörden nichts Lex, machen, ist danke ein schön. Frechheit, finde ich. Was sollen die Behörden tun bei Leuten wie mir? Alles, was ich sage, vielleicht hier und da eine Beleidigung, ne, das lasse ich mir eingehen. Was sollen die Leute tun gegen Leute wie mich? 99% dessen, was ich sage, bewegt sich auf dem Boden von Artikel 5 Grundgesetz. Und wenn dir das nicht passt, du Maskenpausenclown, dann drück den X-Button, ne? So wie Rainer das uns immer empfiehlt, drück den X-Button, ne? Rainer gilt auch für dich, ich guck jetzt mal extra dich an. Wenn wir dir nicht passen, drück den X-Button, ne? Und halt deine blöde Gosche. Vielen Dank, weiter geht's. Deswegen sage Dann ich, habe mir überlegt, ob ich sprechen. ein Video an die Gesellschaft richten soll, wo ich mal so ein bisschen auf das eingehe, was mir in den letzten 10 Jahren Unglaublich. passiert. Hast du das nicht eigentlich letztens erst in dem Livestream alles durchexerziert und wurdest sowohl von mir als auch vom Metal Kasper 2/3 Stunden lang auf herrlichste Art und Weise widerlegt? Hat dir das noch nicht gereicht? Willst du jetzt wieder anfangen, regelmäßig über die Hater zu reden? Aber ich thematisiere ja nicht. Auf das eingehe, was in den letzten 10 Jahren drumherum passiert ist. Ja, das weißt du doch gar nicht, weil du dich mit anderen Menschen nicht auseinandersetzt. Aufpassen. Rainer, wir wollen nicht vergessen. Wir wollen nicht vergessen. Kurz nachdem du aus der Schanze rausgeflogen bist, man musste dich ja mehr oder weniger rauskärchern, du hast dich ja fast schon geweigert, da rauszugehen. Erst als es ernst wurde, man dir mit einer Räumung gedroht hat, bist du gegangen. Dass du da in deinem Ford Blue Auto gesessen hast und darauf hingewiesen hast, dass die Gemeinde Emskirchen oder der Ortsteil Altschauerberg ein Dorffest plant, weil du endlich weg bist. Dass du da versucht hast, die Hater dazu zu bringen, dorthin zu gehen und dort Terror zu machen. Aus Rache. Connoisseure des Drachengames wissen, dass er das getan hat.
Da saß er in seinem Auto und hat das gesagt. Ach, geht doch mal dahin und sagt mal ein bisschen Hallo und so und guckt euch das alles mal an. Das hat er gemacht, weil er wollte, dass die Hater da hinkommen und den Partycrasher raushängen lassen. Ist ja nicht passiert, Gott sei Dank. Aber Rainer hat's probiert. Und er, der große Heuchellord, will jetzt darauf aufmerksam machen, was um ihn herum in den letzten 10 Jahren passiert ist. Das weißt du doch gar nicht. Abgesehen davon hast du jede Aktion, die es vor deiner Schanze gab, immer schön live gestreamt, sogar am Schanzenfest. Weil gibt fett Barne. Der August 2018 ist bis zum heutigen Tage einer seiner Rekordeinnahmemonate gemessen an den Follower- und Zuschauerzahlen, die er damals gehabt hat. Wenn man das in Relation mit heute setzt, war das damals immer noch sein Rekordmonat. Und das hat er auch gewusst. Und der hat wirklich hier die Frechheit, das zu sagen. Was kann ich, warum ich jetzt so Kopfschmerzen habe? Ich hoffe, die Tablette wirkt gleich. Ist das dein Gewissen, das vielleicht mal bei dir anklopft? Das hockt gequesselt und geknebelt im Käfig mit so einem SM-Ball im Mund und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Hashtag HGNR, Digga. 10 Minz ist schon weg. Ja, jetzt sind 10 Minz weg, Leute. Aber jetzt holen wir uns 10 Minz von ihm. Jetzt rasieren wir ihn richtig, Leute. Zeig mir mal, wo der Frosch die Locken hat. Habt ihr gehört? Leute, wir zeigen ihm jetzt, wo der Frosch die Locken hat. Schau. Ja, Rainer, wiederhol's nochmal, weil die Leute haben ja noch nicht genug nicht gelacht. Oder dein Logo verschmelzen mit deinem, das kann man ja auch. Ich mache das ja auch ganz oft, dass mein, der Hintergrund mit den, mit der Sonne oder so, dass mein Gesicht damit verschmelzt. Das ist voll geil. Ich mag das voll gerne, so wenn ich Videos selber bearbeite, dass der Hintergrund mit dem. Dein Gesicht mit der Sonne. Warum muss ich jetzt an die Teletubbies denken? Du kannst auch was anderes nehmen, muss dann nicht die Sonne sein. Ne? Du kannst auch einen Mond nehmen. Er hat nicht zugehört, Leute. Habt ihr das gesehen? Rainer. Er hat nicht zugehört. Aber du willst natürlich, dass er trotzdem es jetzt hört, also wird es nochmal wiederholt. Der Narzissmus kann es nicht zulassen, dass jemand anderes etwas, das Rainer für lustig hält, nicht gehört hat. Interessiert keinen, was du zu sagen hast, Mann. Warum muss ich jetzt an die Teletubbies denken? Ich weiß nicht. Gesicht, Auge, Sonne? Junge. Ganz ehrlich, Rüdiger, mach einfach den Fressklötsch zu und halt die Klappe. Du bist nicht witzig. Ach so. Da gibt es immer dieses Baby-Gesicht, wo er anschaut. Tap, tap, tap. Aber wenn wir schon bei Horror sind, ne? Wenn wir schon bei Horror sind, warum gucken wir uns diesen Rotz hier immer noch an? Für Halloween. Guck mal. Ja. Kennst du die Story hinter den Teletubbies? Dankeschön. Nee. Guckst ehrlich meine Videos immer, dann kannst du ja auch liken. Danke, Auge. Ey, Es gibt eine ziemliche Horror-Story hin. Ich ignoriere das jetzt, weil dazu kann ich gar nichts sagen. Es ist mir auch völlig wurscht egal. Das war mir nicht mal wert zu googeln, ob es diese Schwachsinnsgeschichte, die er von sich gibt, wirklich gibt. Den Teletubbies, ne? Ehrlich? Naja, es sind ja insgesamt 4 Stück. Und das sind irgendwie 4 Kinder, die in einer Anstalt waren. Okay. Und die hatten da extrem viel Trauer. Und Zeug und alles. Und das einzige Schöne, denn die wurden da anscheinend auch gequält. Und das einzige Schöne, was sie hatten, war halt Fernsehen schauen. Und irgendwann, wegen Strom oder sowas, wurde es denen auch weggenommen. Und dann gab es irgendwie die Story, dass die, weil die haben ja, die Teletubbies haben ja auf ihrem Bauch so Fernseher. Mhm. Und da war es wohl irgendwie so, dass die Teletubbies. Ich hab das nicht 100% im Kopf, aber da ging es dann darum, dass die Teletubbies wohl, die dann ja alle 3 oder alle 4 verschiedene Sünden oder verschiedene Sachen symbolisieren. So. Und weil die Fernseher verstecken wollten, damit die nicht kaputt gemacht werden wollen, haben die versucht, sich aufzuschneiden und die in sich reinzustecken. Oh. Okay. Und dabei sind sie natürlich gestorben. Ja, ja. Also, das ist voll die krasse. Ganz ehrlich, das ist mir nicht mal wert zu überprüfen. Das ist mir nicht mal wert zu überprüfen. Creepy Story. Werde ich nicht tun. Sogar eine Creepypasta, glaube ich. Da gibt es richtig üble Story dazu. Also ich finde, das ist was Interessantes, muss man schauen. Danke für den ganzen Auf jeden Fall heftig. Da bin ich zufällig mal drüber gestolpert. Ey, voll heftig. Gab's sogar hier auf TikTok. Voll badass, Alter. Voll übel. TikTok, glaube ich. Weißt du, Rainer, ich musste leider eine traurige Mitteilung machen. Die Teletubbies waren, sind,
nicht real. Waren es nicht, sind es nicht, werden es niemals sein. Eigentlich wollte ich heute bis 20 Uhr. Aber was erzähle ich das jemandem, der ernsthaft glaubt, er wird der stärkste Piratenkönig und Hokage der Piraten? Machen, ne? Aber wenn das mit den Kopfschmerzen nicht besser wird. Vielleicht einfach mal nochmal hinlegen, dich ausruhen. Das Problem ist, das Licht, das auf mich einstrahlt. Was ist das so? Wenn jetzt das Licht aus wäre und ich bloß den Bildschirm oder so hätte und dann das Handy, wäre das gar nicht so schlimm. Aber Rainer, du hast nicht das erste Mal vor dem Stream geschlafen. Hat's alles schon gegeben. Wenn ich das Licht jetzt ausmache, dann sieht man nichts mehr. Dann mach den Stream ganz aus, leg dich hin, aber stimmt, Barne müssen her. Wie gesagt, Leute, die Kopfschmerzen können heute davon liegen, dass ich momentan sehr viel im Kopf habe. Jetzt kam ja heute noch. Du hast gar nichts im Kopf. Du hast rein gar nichts im Kopf. Keinen sinnvollen Gedanken dein ganzes Leben lang noch nie gehabt. Eine neue Sorge dazu. Ich spreche dir jede Fähigkeit zum aufrechten Denken vehement ab. Mir ist tot mit dem Tod vom Großvater, deswegen. Leute, habt mal viel Rosen dran, bitte. Oh, ich werde das jetzt hier nochmal kurz einspielen. Gib mir mal einen Moment. Sorge dazu. Mir ist tot mit dem Tod vom Großvater, deswegen. Leute, hab mal viel los, Rande. Das ist nicht zu glauben. Einfach nicht zu glauben. Ihm geht der Tod vom Großvater rum. Bitte haut mal vier Rosen rein. Wirklich. Ich kann's nur nochmal wiederholen. Würdest du jetzt vor mir stehen? Du hättest das gemacht. Ich würde mich sehr zusammenreißen müssen, dich nicht einfach an Ort und Stelle einfach abzuschwarte. Ja? Für das, was du hier abgezogen hast in diesem Moment, hättest du eine satte Tracht Prügel verdient. Dass man diese schallende Ungerechtigkeit aus dir rausprügelt. Sag ich dir, wie es ist. Das ist wirklich widerlich. Und deswegen, wie gesagt, irgendwie, die nächste Sache ist halt auch so, ich weiß nicht mal, ob und wann die Beerdigung ist und hingehen ist ja auch keine Option, ne? Warum nicht? Warum nicht? Sind jetzt die Hater schuld, dass du nicht auf eine Beerdigung gehen kannst? Ich kann dir mal eine Sache sagen. Ich kann nur vom eigenen moralischen Kompass aus sprechen. Im Leben würde es mir nicht einfallen, dorthin zu kommen, an diese Beerdigung in der Rolle des Haters oder überhaupt dorthin zu kommen, um dort irgendwas zu tun, zu machen, zu filmen, zu fotografieren und sei es nur aus einem Gebüsch raus, wo es eh keiner sieht, was weiß ich, würde mir im Traum nicht einfallen. Und jeder Mensch, dem das einfallen würde, der hat in meinen Augen ein noch viel größeres Ei am Dach als du. Wenn du auch nur einen Funken Anstand hast, würdest du dahin gehen. So ist das. Die Wahrheit ist, du willst deiner Familie nicht in die Augen schauen müssen. So sieht's aus. Weil die alle recht haben, sich von dir entfernt zu haben. Oder sie den Schritt auf dich zu nicht mehr gegangen sind, als du sie verstoßen hast. In deinem grenzenlosen Wahnsinnsnarzissmus. Und in deiner unfassbar bodenlosen Dummheit und Arroganz. Ein kleiner Teil von dir wird das auch wissen. Aber dieser Teil ist mittlerweile sediert worden. Vielleicht sogar schon totgeschlagen. Vom restlichen narzisstischen Wahnsinn in dir. Erzähl mir nicht, dass du nicht auf die Beerdigung gehen kannst wegen die Hater. Denn da ist eine Grenze überschritten. Und wer auch nur für 2 Cent mitgedacht hat, der sieht es wie ich. Danke, Pennywise. Und da habe ich auch Gewissensbisse, weil ich da halt nicht hingehen kann. Ach, das ist alles scheiße. Entschuldigt, ich soll dich nicht damit behelligen. Das hat hier einfach im Internet nichts verloren, Rainer. Aber jetzt hast du es rausgehauen und jetzt kannst du den Reumütigen spielen und sagen, oh, eigentlich wollte ich euch damit ja gar nicht behelligen, aber bitte gib mir noch ein bisschen mehr Geld, alles mal 2. Doch, kannst du, wenn, kann da ruhig drüber reden, das brauchst du nicht zu entschuldigen, Digga. Safe nicht.
Ja, aber du weißt doch, wie das bei mir läuft. Wenn ich über solche Sachen rede, da werden jetzt die Leute wieder übelst abgehen. Ich reg mich eigentlich gerade vor allem über dich auf. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht im Stream, Dankeschön, Sünd. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht im Stream drüber zu reden, Ja. aber. Aber man kann damit Geld machen. Es lässt sich gut in Geld verwandeln, wa? Wirklich zum Ausspucken eklig. Das ist wirklich eklig. Leute, alles mal zwei. Das ist nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Ich will diese paar Sekunden nochmal hören. Sekunde. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht im Stream drüber zu reden, Ja. aber Leute, alles mal zwei. Aber die. Ich teile euch meine Trauer mit, aber alles mal zwei. Und diese verlogene Dreckscheiße soll ich dir abnehmen. Sag mal, hast du einen Dachschaden? Nochmal, beleidige nicht meine Intelligenz. Ich sehe es dir an der Nasenspitze an, dass es dich eigentlich nicht interessiert. Und du denkst, naja, dann habe ich schon eine Ausrede, warum ich noch weniger mache als sonst. Ja? Und warum Mitleid ja schließlich bezahlt werden darf. Ne? Die reden doch eh, egal was du Ja, aber machst, das egal was du tust. aber es wusste ja jetzt keiner. Ja, und vielleicht hätte es auch dabei bleiben sollen. Aber Aber eigentlich das hast sind du halt so Sachen, schon. die mir halt auch gerade durch den Kopf gehen, weißt du, und man hat sich halt nie komplett unter Kontrolle. Also erstmal nochmal. Vielleicht stimmt es hier, vielleicht stimmt es auch nicht und es ist Lü-Lü-Lü. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt. Es wäre nicht Rainers schlimmste Lüge. Es würde vielleicht nicht mal in die Top 3 passen. Aber Lügen dieser Art hat Rainer schon öfter gebracht. Nochmal, der hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Leute, die schon lange hier dabei sind, die wissen das, dass er das gemacht hat. Ich kann nicht abschließend beurteilen, ob das hier stimmt. Die Wahrheit ist aber, es ist Quelle Rainer. Das darf man nicht vergessen bei allem, was der hier erzählt. Aber ich möchte ihm das jetzt nicht unterstellen. So, aber ein Restzweifel, den habe ich natürlich trotzdem. Aber wenn das hier stimmt, also wenn es nicht stimmt, dann ist es widerwärtig, dass er sich so eine Lüge hat einfallen lassen. Wenn es stimmt, ist es widerwärtig, dass er diese Scheiße hier benutzt, um Barne draus zu machen. So oder so ist es ekelerregend widerlich. Und so oder so ist es moralisch absolut zu verurteilen. Punkt. Und bevor jetzt einer was sagt, das würde ich bei jedem anderen Kackvogel-Streamer auch sagen. Muss man ja auch nicht, das ist ja auch ein Mensch. Dankeschön, Leute. Nein, ist er nicht. Hat selber gesagt, er ist keiner. Er will nicht mehr Teil der Menschheitsfamilie sein. Hat er selbst gesagt, revidiert hat er das bis zum heutigen Tage nicht. Bist ja keine Maschine. Ich wünschte eigentlich, ich wäre kein Mensch mehr. Du bist ja auch keiner, hast du selber gesagt. Aber bedenkt, was Menschen für asoziale Wichser sind. Vorsicht. Der TikTok spaltet dich. Oh, Boxhandschuh! Alter, lad einen Jetzt Boxhandschuh, einsetzen Leute. wir einen Boxhandschuh. Oh. Leute, wir müssen rasieren, das kann nicht sein. Wenn ihr jetzt einen Boxhandschuh habt, Leute, der rasiert uns. Leute, der rasiert uns. Leute, haut mal ein paar Rosen rein, dass wir hier mal zwei aktivieren können. Das gibt's alles gar nicht. Guckt euch das an. Ja, diese ganze Geschichte hier ist überschattet von seiner sogenannten Trauer oder auch Nicht-Trauer oder was auch immer für ein Gefühlswurstsalat in seinem Quadratschädel gerade Einzug gehalten hat. Und alles, was ihm einfällt, ist alles mal zwei, haut mal Rosen raus. Wirklich, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. So. Gut, Leute, komm, 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 wir müssen. Heute ist echt spannend. Oh, und böse. Ich lasse die Bilder für sich sprechen. Was soll ich dazu sagen? Was? Lex, danke schön. Schön. So. Wir müssen aufpassen, Leute. Ich habe auch echt schon mal, Leute, alles mal zwei. Ich habe schon mal vor Jahren, das war schon vor 10 Jahren oder so, oder vor 8 Jahren, Dankeschön für die Augen. Da macht Rainer Auge.
Ich habe vor 10 Jahren schon mal überlegt, nicht so, ich habe sogar einen Titel für ein Format. Du kannst zu allem Headbangen, heißt das Format. Okay, nein. Nein, ich bin an der Stelle raus. Ich bin an der Stelle raus. Das kann ich mir nicht angucken. Ich habe meinen Text zu dieser ganzen Grütze hier gesagt. Ich bin an der Stelle fertig. Ich will das hier nicht mehr. Also dieses Video hier. Das ist alles. Selbst mir fällt dazu eigentlich nichts mehr ein. Gar nichts mehr. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Überlasst es euch. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, zu beurteilen, ob ich das geschafft habe oder nicht. Jeder andere normal denkende Mensch, jeder normal denkende Mensch hätte sich in Grund und Boden geschämt. Aber dafür müsste man Fähigkeit haben, Scham zu empfinden. Dafür müsste man die Fähigkeit besitzen, empathisch zu sein. Und seiner Familie auch nur ein Minimum an Respekt entgegenbringen, so ein Ding wie das hier nicht abzufeuern. Ein minimales Gefühl von Anstand. Und das geht diesem Menschen, dieser Person vollkommen ab. Dieser wirklich, dieser egoistische kleine Dreckschratzen. Dieses kleine, verwöhnte Gör, das ein Nein nicht akzeptieren konnte. Es ist für mich das unvorstellbar. Vielleicht reagiere ich hier über. Ist mir egal. Aber ich finde immer dann, wenn Rainer eine rote Linie überschreitet, und hier war er wirklich jenseits aller roten Linien, da möchte ich, dass ihr, meine werten Zuhörer, wisst, wie ich das finde. Und ich schaffe das nicht oft, das zu sagen, aber weil eigentlich geht es fast nicht, aber in diesem Fall hat er es geschafft, er hat mich noch mehr enttäuscht, als ich gedacht habe, dass es möglich wäre. Er hat die Einstiegshürde noch ein bisschen tiefer gelegt. Es war unterwältigend, selbst für seine Verhältnisse. Und mit diesen Worten entlasse ich euch und ich hoffe, ihr hattet trotzdem sowas Ähnliches wie Spaß, mir zuzuhören heute. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Alles mal zwei Leute, ne? Haut da rein, macht's gut. Macht auf gar keinen Fall sowas hier, wenn ihr einen Trauerfall habt. Macht's gut, haut da rein. Mädel off.